Jetzt würden wir ja zum Beispiel wieder von hier aus losstarten. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Wir konnten das irgendwie durchwechseln, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Was wir jetzt aber tatsächlich machen, ist erkunden. Gehst du auf Erkundung? Nein. Nein, mache ich nicht. Sollen wir ins neue Gebiet gehen? Sollen wir in den Wandelwald gehen? Der ist bestimmt voller Geister. Wir gehen jetzt in den Wandelwald. Komm, was soll der Geiz? Während du fotografierst, vergisst man schnell alles um sich herum. Stimmt sogar. wenn du die ganze Zeit mit der Kamera auf ein und dasselbe Pokémon bist, dann kriegst du ja nicht mit, was sonst noch abgeht, ne? Also ja, er hat recht. Alter, ist das neblig hier. Das sind doch bestimmt Geister-Pokémon, oder? Apollo, Gengar. Boah, ich erkenne kaum was. Ich weiß nicht, ob ich die hier wecken sollte. Die sind alle sehr gruselig. Cool. Das ist ja... Nee. Oder? Da ist doch noch eins. Schau. Oh, Mann. Ist aber jetzt ein bisschen... Sie die ganze Zeit scannen. Was ist denn das? Warum schwebt denn der Felsen? Was ist mit den Felsen los? Achso, Tengudes. Oh Gott. Ja, da ist es. Jetzt haben wir aber Tengudes wieder aus dem Bildern. Okay, wir müssen irgendwie den Weg frei bekommen. Hi. Hackleon. Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Hä, bin ich auf Drogen oder? Huch. Was denn jetzt? Wo sind wir denn? Oh Gott, hier gibt es viel zu viel zu sehen. Hier gibt es wieder viel zu viel. Hi. Oh Gott, hier gibt es schon wieder viel zu viel. Ich weiß gar nicht, was auf der anderen Seite abgeht. Da ist irgendwas abgegangen. Pam Pam eskaliert ein bisschen. Okay, okay, voll schön hier. Das ist ein Bisasam. Da oben ist auch irgendwas Großes. Shenlong! Oh Gott, dich werde ich aber auch nicht los, wa? Hi, Bisa. Okay, okay, okay. Wir haben nur noch 23 Fotos. Das ist schon wieder viel zu viel zu tun hier. Ist auch ein Bisasam. Okay, okay, okay. Aber wir ignorieren das. Wo ist jetzt Shenlong hin? Entschuldigung. Okay, wir gehen wieder durch Holland in ein anderes Gebiet wieder. Das war schön da gewesen. Das hatte voll Stil. Hi. Steckt sich auch immer. Geh mal weg, bitte. Geht es nicht. Mist. Verpasst, es wollte mich erschrecken. Da gibt's hier aus, wieder weg. Okay, es macht irgendwas.
Wir waren jetzt aber ein bisschen zu weit weg davon, tatsächlich. Und pennt, glaube ich, wieder ein Tengulus, ne? Ja. Warum schiebt der? Der schwabt? Mann, treff doch das. Treff doch mal! Okay, ja. Ich sehe hier wieder nichts. Ist jetzt gleich Ende oder? Oh Gott, wir sind schon wieder auf. Hallo? Oh Gott, ich habe gar nicht so viele Fotos, wie es hier Pokémons gibt. Es schwebt auf jeden Fall wieder ein Shenlong rum. Das habe ich gerade noch gesehen. Ich hätte gerne noch den da, aber das sind. Die sind alle so kacke. Wo ist denn der? Wo ist der andere? Wo sind Pinky und Brain? Die sind alle weggegangen jetzt. Kacke. Hätte ich mal mitnehmen sollen, aber ich habe auch nur noch zwei Fotos. Wow. Da ist doch. Ich weiß doch, dass du was bist. Scheiße. Ja, okay. Machen wir Feierabend. Da ist schon wieder Shenlong. Das ist auch noch Ruin. Ich kann nicht fotografieren. Okay. Wir sind gleich am Ende. Hey. Der Venti ist doch an. Ich glaube, es wird wieder Sommer da. Ich glaube, es wird wieder Sommer. Da wäre das hier schon wieder ein bisschen wärmer drin. Da muss der Venti schon eine Stufe höher sein, wa? Okay, am Ende haben wir noch Ruin, aber... Hinten versteckt sich noch wieder irgendetwas? Da oben ist wieder so ein Keks-Leon. Ich mag Kekse. Okay, die Tour ist riesig. Wir haben bei weitem nicht so viele Fotos und ich habe eigentlich nur geknitzelt. Okay. War wieder genauso eine geile Tour wie die Vulkantour. Irgendwie werden die Touren auf jeden Fall besser. So, mal sehen, wie viele 11 Fotos, 11 Pokémon habe ich nur und dabei wären es eigentlich noch mehr geworden. Okay, aber egal. So. Jetzt müssen wir gucken, was hier von der Take das Beste ist. Was ist denn 2 Sterne? 2 Sterne, wie es pennt. Da können wir das hier schon beinahe nehmen. Psiao. Ich habe keinen Plan, wo es da ist, aber wir nehmen das, weil wer weiß, wann wir mal 2 Sterne bekommen. Tengulis. Nehmen wir das, auch wenn das von der... Nehme ich einfach mit für die Punkte. Seso Kids. Oh, guck mal hier, wie stolz und vornehm. Fasanob. Fasanob. Oh, hier. 4 Sterne. 4 Sterne, wie es uns angreifen will. Schön, das nehmen wir mit. Pam, pam. Pam, pam, wie es sich freut. Pam, pam, wie es, Avada Kedavra macht da auch das Ding. Ja, da habe ich jetzt noch nicht so wirklich viel. Von Shenlong. Bisasam, wie es sich versteckt. Ja, ja. Ohne Motiv. Oh, guck mal hier, wie viel wir ohne Motiv haben. Hä? Das war eigentlich irgendwie der Samen drauf zu erkennen. Der Typ hat wirklich keine Ahnung, oder? Das ist wirklich jemand, der hat keine Ahnung. Tromborg. Klingt wie Thrombose. So, es schläft gerade. 4333. Schöne Zahl. Ach, da oben rechts. Was macht es gerade? Ich habe keine Ahnung.
Scheint dich für irgendwas zu interessieren. Ja, ist ja super. Tengu ist auf Drogen, Alter. Er schläft gerade. Das ist das beste Bild, oder? Weißt du, das erkennt er, aber das Bisasam, was da fett drauf zu sehen ist, dann sagt er, nee, ich will kein Bisasam. Nice. 3700. Nice. Ja, 4411 ist doch gut. Oder 10 oder was auch immer. Das ist doch super geworden, oder? Dieses Verhalten sollte genauer untersucht werden. Ja, nice. Das gibt schön viel EXP. Das ist doch eigentlich auch gut geworden. So von der Theorie her. Dieses Verhalten sollte untersucht werden. Ja, du untersuchst sowieso nur Verhalten. 5000 Punkte, Mensch. Ja, da ist nicht so. Das ist nicht so. Es fliegt gerade, aber das ist... Das ist eher so ein... Das ist genauso wie das hier. Das ist auch kein schönes Foto. Das ist auch. Aber die Blickrichtung ist wenigstens 1000, weißt du? Wenigstens die ultimative Blickrichtung. Hier die Kronjuwelen. Ja, fast 4000. Und wir haben noch einiges zu fotografieren da eigentlich. 40.000? Oh, könnte knapp werden, weil ich glaube nicht, dass wir das mit einem Level mal schaffen. In your face, Alter. Oh, Mann. Diamantensammler. 5 Kampf-Pokémon. 20 Normal-Pokémon. Wandelwald. Kampfsammler. Normalsammler. Ja, rein theoretisch müssen wir die Strecke so oder so neu starten. Wir sind leider kein Level abgekommen. Wir sind leider kein Level abgekommen. Also gehen wir da nochmal durch. Die schlafen dann da scheinbar ein oder er schläft woanders. Okay, wie kriege ich diesen Stein da weg? Ist das nicht... Hat das nicht geholfen? Okay. Wer macht denn das? Ich sehe aber auch nicht, wer das macht, ehrlich gesagt. Ich sehe nicht, wer dafür verantwortlich sein könnte. So, einen habe ich Ihnen nochmal mitgegeben. Ja, das werden keine besseren Fotos mehr. Beachte mich. Ich habe mich zumindest beachtet, das ist ja schon mal was. Ja, lass es sich freuen. Die spielen fangen, was war? Ja, die brauche ich jetzt nicht fotografieren. Wird auch nicht besser.
Brauche ich nicht. Haben wir schon einmal. Das haben wir schon einmal und das ist auch ein gutes Foto, also alles gut. Ein Schatten war gerade über uns. Du willst mich nicht erschrecken, nicht? Okay. Hätte ja sein können, also. Soll mal aus dem Weg gehen, es nervt. Voll fies. Hab ich schon von der Kristallblume so ein Foto gemacht, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Der Nebel scheint zu dicht zu sein. Ich hab definitiv getroffen. Der Nebel scheint zu dicht dafür zu sein? Ich weiß es nicht. Tengudis ist da oben noch, aber das ist jetzt ja auch zu spät. Sieht aus, als ob es überlegt. Meine Güte. Ruin, immer wichtig. Oh, warte mal, da unten. Da ist ja noch ein Ludürzel. Da war da. Ach, schon wieder ein Hardcore-Karpador. Seh dich doch da. Aber glaube ich wieder dieser Pedopanda. Und sorry, das ist ein absoluter Pedopanda. Es ist nicht meine Schuld, dass das ein Pedopanda ist da. Hey, Pedopanda! Ah, Mann, ey. Ich wollte gerade den Pedopanda anbaggern. Er braucht das nämlich, der Pedopanda. Pedopanda. Schlimm. Naja, 12 Pokémon. Nur von Tengudis haben wir nichts Neues, Großartiges. Ich würde das hier beinahe nehmen. Ciao. Ja, ist ne. Keksleon. Wie es getroffen wird. Nehmen wir das hier. Zenlong. Zenlong, wie es gerade schläft. Ja, es sind aber auch nicht, ne? Keine Top-Fotos. Dieser Sam, wie es sich freut, aber es interessiert einfach niemanden. Okay. Alles 3 Sterne, ne? Mann, scheiße. Nehmen wir das da. Das ist 1 Stern. Das haben wir noch nicht.
Nehmen wir das, 2 Sterne haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, was Tolles macht. Die Dinger habe ich jetzt irgendwie ignoriert. Carpador, komm. Ich nehme es trotzdem mit, weil es ist ein super Bild. So, der absolute Pedobär. Der massivste Pedobär der Welt. Also, wenn ich ein Pokémon haben würden wollte, dann wäre es nicht das. Das ist echt gruselig. Achso, haben wir schon so eine. Gut, das ist ja wenigstens was. Sonst hätten wir ja auch, glaube ich, die Kugel nicht. Aber mit der antiken Ruine können wir vielleicht irgendetwas... Pedobär von hinten, ey. Alles gut. Wald. Na, mal schauen. Tengulis. Das macht einen ruhigen und entspannten Eindruck. Alles besser. 4100. Besseres Bild. Ist auch nicht ganz so neblig. So, das Pschau. Das kann nur besser sein. Oh, 4008. Sogar sehr gut besser. Das kann nur besser sein. Das ist schlimm, wenn nicht. So, 2 Sterne. Es wurde von etwas getroffen. Das haben wir gut gemacht. Wir haben es gut, verletzt und im Wald zurückgelassen. Sehr gut. Zenlong. Er schläft gerade. Visasam. Ich weiß nicht, warum die Freude, ne? Warum die Freude einfach ignoriert wird, weiß ich nicht. Aber na gut. Kann ja nicht immer alles dasselbe sein, ne? Pam, pam. Ruhigen und entspannten Eindruck. 4222, super Bild. Das ist interessant, sagt er. Ich weiß nicht, was er meint, aber ich sag einfach mal, ja, ist definitiv interessant. Dieses Verhalten sieht man oft. Das ist halt wie ein Baum rumsteht. Carpador, Bestbild. Er erkennt darauf, dass die Blickrichtung besser ist. Der Typ ist ein Berserker, was das manchmal angeht. Pedobär. Doch so viele, ey. Hätte niemals gedacht, dass es doch so viele Punkte gibt. Mit Dotzel, unser neues. Das macht einen entspannten und gechillten Eindruck. Antike Ruin. Rein theoretisch müsste das ja etwas freischalten. Rein theoretisch müsste das was freischalten. Mal schauen. Wir sind auf jeden Fall auch Level 2 hier. Das auf jeden Fall. 36.000 Punkte gemacht. Ist gar nicht mal so schlecht. Muss ich mal so sagen. Oh, du hast ein neues Forschungslevel erreicht. Halt auf dem Augen. Übrigens, dass es mit deiner Erkundung vorangeht. Ich habe Neuigkeiten. Ich erzähle sie dir. Demnächst. Im Kino. Wenn Corona vorbei ist. Aber dann erzähle ich sie dir. Definitiv. Wird er wirklich Lumina? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ihr habt gehört, es gab wieder einen gewaltigen Energieanstieg, als du auf Erkundung warst. Professor. Los, Professor, erzähl uns davon. Also gut, hör zu. Im Wald habe ich einen beachtlichen Energieanstieg gemessen. Das war ohne Zweifel ein weiteres Lumina-Pokémon. Mir scheint, als gäbe es da einen Zusammenhang mit den Ruinen, die wir in der Nähe gesehen haben. Würdest du bitte dorthin aufbrechen, sobald du bereit bist? Ja. Tu ich nicht. Habe ich nämlich keinen Bock drauf. Also haben wir jetzt... Ups. Da wollte ich gar nicht rein. Also haben wir jetzt Lumina hier, wa? Ja, wir haben die Lumina, das auch. Also da gibt es garantiert noch ganz viel andere Wege. Das sieht so splittet aus. Aber wir machen jetzt... Ja, wir machen, glaube ich, als nächstes erstmal die Lumina-Zone von denen. Die Lumina-Zone, ey. Gut, aber das machen wir beim nächsten Mal. Die Folge muss nämlich noch raus. Ich wollte eigentlich schon gestern aufnehmen. Das Problem war leider nur, dass ich gestern 2 Stunden im Bravely Fest hing und deswegen konnte ich kein Pokémon Snap aufnehmen. Deswegen nehme ich es jetzt auf kurz vor Release. Kurz vor 18 Uhr gerade so alles so, ne? Ganz schnell, ganz schnell. Okay. Ich bin jetzt aber raus
Und beim nächsten Mal gucken wir uns unser nächstes Lumina-Pokémon an, was denn ja schon unser viertes ist von... Ich glaube, hat er 6 gesagt? Ich weiß das gar nicht mehr. Habe ich vergessen. Oh, ich glaube von 6. Ich weiß es. Ja, ich glaube 6. Ich bin sehr gespannt, was es sein könnte. Ich hoffe ja noch, dass wir irgendwas Geistermäßiges ist. Irgendwas... weiß ich nicht. Oder Drachen. Drachen fehlen auch noch. Wir haben noch gar keine Drachen gefunden. Ja, das kommt bestimmt noch. Das kommt bestimmt alles noch. Okay. Ich bin jetzt aber raus und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.